Die Schöpfungsgeschichte ist für Pater Theophil eine Art Loblied. Seine Vorstellung ist, dass Gott aus einem lebensfeindlichen Chaos einen geordneten Lebensraum schafft. Das zeigt sich im Aufbau des Textes. Es ist eine gewisse Stufenleiter vom Unbelebten zum Belebten, von den Pflanzen zu den Tieren, zum Menschen hin. Und sagt aus, dass das, was ist, kein Zufallsprodukt ist, sondern einem Willen und einer Liebe und einer Allmacht entspringt, die es auch nur einmal so gibt. Der Schöpfungsbericht unterstreicht also den besonderen Wert und die Schönheit der Natur. Die Schüler der Garten AG wissen aber, dass diese Natur verletzlich ist. Heute wird deshalb der Teich gesäubert und für Bienen gewerkelt. Weil immer mehr Flächen verbaut werden, wollen die Jugendlichen wieder Lebensraum für die Insekten schaffen. Also wir haben gerade das Bienenhotel an den Baum genagelt. Für die Bienen, die zum Beispiel ihr Zuhause durch ein Unwetter verloren haben. Weil es gibt ja auch immer weniger Bienen. Und die tun ja auch die Bäume und so bestäuben. Und da haben wir auch unsere Nahrung. Und wenn es keine Bienen mehr gibt, dann gibt es auch kein Essen mehr. Unkraut jäten und Blumenpflanzen. Die Jugendlichen arbeiten hier in ihrer Freizeit und haben richtig Spaß dabei. Vielleicht haben sie ja aus Pater Theophils Interpretation des Schöpfungsberichtes etwas mitgenommen. Die Erschaffung des Menschen endet ja mit dem Satz, macht euch die Erde untertan, euch gebe ich alles zu eigen. Wenn das auf der Basis gesehen wird, dass der Mensch Abbild Gottes ist, dann soll er mit der Schöpfung so umgehen, wie Gott mit ihr umgeht. Nämlich schon kreativ, schöpferisch, gestalterisch, aber auch mit Sorge und mit Liebe.